Ja, durch diesen kleinen Gag zum Einstieg bin ich hier in Flaris bei der Ebene von Bubble ganz am Ende. Ja, und hier soll man diese, ja, hier heißen sie Angels. Das, was ich gesehen habe, waren diese Elfen, Fairies. Ist ja eigentlich egal. Jedenfalls kann man die hier sozusagen herstellen. Und damit kann man seine PK-Punkte resetten, die man hier halt auf dem PK-Server ansammelt, wenn man einen Spieler tötet. Und dadurch kriegen die XP. Und wenn man dann irgendwie bei 100% ist, wenn die bei 100% sind, dann kann man die irgendwie einsetzen noch. Wie war das nochmal hier? Higher class engines decrease your crime flow XP. Mhm. Achso, man kriegt weniger XP, wenn die... Ah, okay, verstehe. Alles klar. Na ja, gut. Ist ja dieses PK-System, damit muss man sich ein bisschen auskennen, sonst versteht man das Ganze null, so wie ich gerade. Oh Leute, das funktioniert ja gar nicht. Okay, da verändern sich jetzt die Prozente. Okay. Hier kann man leider nicht runterscrollen, hier steht eigentlich noch mehr. With a white angel depends mostly... Oh, how many... Hey, oh, how many... On, achso, depends mostly on how many characters. Ja, super. Kann man jetzt nicht weiterlesen, nice. Na ja gut, ist ja vollkommen egal. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. The more or recalcumin moonstone you use, the higher class the engine may be summoned. Okay. Hm. Ja. Probieren wir einfach mal. Jetzt hier Start. Okay. Description, XP should be gained as much as 60% of the XP of its character based on the level. Okay. Ach so, ah, verstehe, die Summon, ah, okay, die klaut einem dann die XP oder what? Ja, sieht so aus. Ah, okay. Hm, ich würde es jetzt echt gern summonen, aber wenn die einem XP klaut, wäre das nicht so geil. Also nicht XP klaut, aber halt, wenn du dann levelst, kriegst du weniger, weil die ja auch noch was mitkriegt. Hm. Oh, ich könnte die Dela geben. Aber der ist jetzt nicht hier, da müsste ich wieder nach Darkon 3 fliegen. Ich könnte den Pimmelberger geben. Moment mal, ich mach das mal kurz. So, wir sind jetzt auf dem kleinen Pimmelberger. Und probieren das Ganze jetzt einfach mal aus. You have to get the Confession Quest before you can summon an angel. Wo kriegt man denn die Confession Quest? What the fuck, der Kerl hat doch gar kein Ausrufezeichen über dem Kopf. Oder? Moment. Nee, hat er nicht gehabt. Ah. Müssen wir erst mit dem Kerl labern. Hm, okay. Moment, das muss ich jetzt mal kurz ausprobieren. Es ist, eigentlich könnte es mir komplett am Arsch vorbeigehen, weil PK mache ich ja eh nicht. Finde es sowieso relativ lame eigentlich. Aber, kannst du ja mal wissen. Ist auf jeden Fall mal gut zu wissen. Ja, vor allem, das ist ein Abschnitt, den habe ich noch... Den habe ich noch nie so gesehen in dem Spiel. Also ich habe noch nie jemanden mit einem Angel rumlaufen sehen oder mit einer Fairy. Von daher ist das schon etwas interessant. Ich switche jetzt mal kurz wieder. So. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Der hatte kein Ausrufezeichen. Es kann auch sein, dass man einfach nur Dialog klicken muss. Und der dann da ihm die Quest gibt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein bisschen komisch, dass die jetzt irgendwas von der Quest labern. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es daran scheitert, dass der Kerl halt Level 1 Backrend ist, aber okay, das war anscheinend jetzt nicht das Problem. Dialog. Bring me at least 3 Sunstone, 3 Moonstones and I summon an angel for you. It will reduce your disposition as your hand and gain experience. Wanted reach 100 experience, return to me and I reduce your PK where you were 1 to 5. Ah ja, genau so war das. I'm the priest of confession, return and pay me 1 million penny, I would turn. Okay. Naja, der hat aber keine Quest für mich. Confession. Gibt's irgendwo jemanden mit einer Confession Quest? Hm. Ah, jetzt weiß ich warum wahrscheinlich. Man muss erstmal überhaupt PK-Punkte haben, ja. Man muss wahrscheinlich erstmal hier, ja, Leute töten, also hier, PK, Disposition, da muss man wahrscheinlich erst mit den einen oder anderen abbuchsen, bevor man das überhaupt hat. Von daher, ja,
Moment mal, das können wir eigentlich mal kurz machen. Ich kann mal probieren, ob ich den Pimmelberger töten kann. Ein PK-Punkt sollte jetzt nicht so schlimm sein. Die Guards stehen übrigens immer noch so schwul ineinander. Den Bug hat anscheinend keiner vor zu beheben. So. Also, ich stelle mich jetzt mal da raus mit dem. Früher konnte man die Stadtwachen, da hatten die ja noch Level. Da waren die ja alle Level 1. Da konnte man die auch noch anklicken. Da sahen die auch ganz anders aus. Ganz, ganz früher konnten wir sogar noch gegen die kämpfen, aber waren unbesiegbar, wenn ich mich da richtig dran erinnere. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Pimmelberger töten können. Okay, scheint nicht zu gehen. Wo ist denn nochmal das Angriff? Ah. Okay, tatsächlich geht nicht, okay. Und Duell wird auch nicht gehen wegen dem Levelunterschied. Hey Leute, ist ja gar kein Duell. What the fuck? Chia, follow. Hä? What? Wieso kann ich die nicht zum Duell herausfordern? Okay. Okay, komisch. Vielleicht weil sie Level 1 ist? Das würde irgendwie auch keinen Sinn ergeben. Okay. Ihr seht schon, ich habe null Ahnung davon, deswegen lasse ich das Ganze auch hier an dieser Stelle gut sein. Naja, jedenfalls weiß ich jetzt, beziehungsweise wusste man das schon vorher, also ja, stand er da. Was die Teile bringen, die muss man hochleveln. Bei 100% hat man auch eine Mille drauf und dann werden die PK-Punkte von zwischen 1 bis 5 randommäßig ersetzt und ja, genau, das ist eigentlich das ganze Ding. Mich hätte halt nur noch interessiert, wie das aussieht, wenn die beschworen sind, ob die eben dann auch so hinterherfliegen wie CS-Pads und normale Pads. Das hätte mich jetzt noch interessiert, aber ja, geht ja nur mit dieser Quest und dafür braucht man PK-Punkte und die kann ich nicht bekommen, weil ich hier niemanden anficken kann. Ja, so ist das, ne? Naja, ach, wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir noch gleich zwei Dingensboxen öffnen, bevor wir weiter leveln, beziehungsweise farmen, was auch immer wir machen werden. Ich weiß es selbst noch nicht. genau. Dann, es sind ja nur zwei Boxen, aber eventuell habe ich ja Glück und ziehe den Clock. Das wäre jetzt mal so ein typischer Luck-Glück-Moment, für diese mich viele beneiden, auch wenn ich diese sehr, 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 sehr selten habe. Aber naja. Morgen ist ja noch XP-Event, ne? Also fett Vorfreude. Und ich kann jetzt morgen Abend wahrscheinlich doch zocken. Ja, ich habe mich jetzt meine Termine umgelegt. Mal gucken, wie das Ganze wird. Aber wahrscheinlich schon. So. Meat Salad. Und... wow. Ja, ach ja, jemand hat da geschrieben, mit den Dingern kann man so fett Kohle machen. Also so fett Kohle scheint das nicht zu sein, denn mich haben da noch ein paar Leute angeschrieben und haben gesagt, ja, man kann sie schon gut verkaufen, aber man kriegt jetzt nicht irgendwie 100 Mille für ein Ding, sondern es ist mehr so im ganz, ganz kleinen Bereich. Wenn man 100.000 Stück davon hat, mein Gott, dann verdient man natürlich auch 100.000 Millionen, aber die Teile, ich kann sie halt einfach nicht lagern. Nicht wirklich. Und deswegen, ja, ich kann sie natürlich... Moment mal, hab ich eigentlich so einen Müllchar wie auf dem Offi, wo ich den ganzen Bullshit hingebe? Ich glaube nicht, ne? Da müsste ich mir eigentlich immer... Pimmelberger, den könnte ich ja dazu machen, tatsächlich. Ja gut, dann lade ich mein Zeug ab sofort immer auf den ab. Kann ich ja machen. Kann ich dann irgendwann mal verkaufen, mal gucken. Ja egal, ihr habt jetzt auf jeden Fall kurz nochmal einen Cut und dann sehen wir uns irgendwo in Darkon 3 wieder. So, ja, jetzt doch noch mein SM. Was ist da los? Ich habe euch doch die Wüste oder irgendeinen anderen düsteren Part von Darkon 3 versprochen. Ja, der gute Xandy aus der Gilde hat mir gerade 80 Freeleaf Clovers geschenkt. Das heißt, wir können nochmal 4 Boxen öffnen, ja. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich gewartet. So war es jetzt halt ein bisschen blödes Timing. Er hat mich gerade angeschrieben, dass ich nach Darkon fliegen wollte. Und, naja, jetzt probieren wir nochmal unser Glück mit weiteren 4 Boxen. Das sind dann Boxen 12 bis 16, die ich jetzt öffne. Und jetzt schauen wir mal. Glock, 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 Glock. Naja. Was haben wir denn da? Nochmal zweimal dieses... Ah ne, doch, nee, ist nicht mal das gleiche, Leute. Defense und Defense. Nicht mal, aber nicht mal was mit ATK. Das ist ja echt das Schlimmste. Naja, schade. Trotzdem danke. Super geile Aktion.
Naja, ist halt nichts geworden. Ist halt mein typisches Pech. Also wie gesagt, der Frog war jetzt das einzig Gute, was ich gezogen habe. Sonst einfach nichts. Ja. Nur Möbel und Meat Salad und Green Root Beer. Ja, ist ärgerlich, aber naja, was will man machen? Muss es einfach weiter probieren. Ich hätte den Glock halt echt gerne, weil der ist erstens ist der schweineteuer, sich den zu kaufen, ist ultra Anwurf und ja, wäre schon geil. Na, geht auf jeden Fall gleich weiter. Yo! Da sind wir wieder. genau, jetzt aber wirklich in der Wüste, ja. Nicht nochmal Free Leaf Clovers geschenkt bekommen. Nein, diesmal nicht. Ja, was ich mir jetzt jetzt gerade noch überlegt habe, ist, richtig klug wäre es ja eigentlich gewesen, ne, mir von den W-Coins Partyscrolls zu kaufen. Gut, ich wusste nicht, dass XP-Event ist, aber ja, so Vorrat, so zur Sicherheit, schon zur Absicherung, hätte es sich eigentlich schon gelohnt. Weil ich meine, klar, es sind nur 3 Tage, die ich dann sehr aktiv spielen würde. Danach sind die X-Kreuz dann eigentlich wieder komplett für den Arsch. Ja, gut, aber 15 Tage hätte er gereicht. Aber so ist jetzt halt, also so wäre halt mit XP-Kreuzen, wird schon richtig hart abgehen. Weil ich meine, mein Damage ist schon nicht schlecht, ja, bei so viel höheren Mobs. Und mit Link Attack, die Kings, ja, bis zu 40k Damage, da halten die keine 5 Schläge aus und wird schon ordentlich abgehen, also da könnte jeder Level 100 einfach mal rushen und dann die XP-Scrolls einwerfen und eventuell 110 schaffen. Ja, habe ich ja gesagt, das ist so das Maximum erstmal, wenn man jetzt normal levelt und es nicht komplett übertreibt, mit den XP-Scrolls mit allen, aber so mit Party-Scrolls wäre vielleicht etwas mehr drin, ja. Aber gut, das sind jetzt auch erstmal so Predictions, ja, 110 wird schwierig genug. Ob ich dann noch Bock habe überhaupt. Oder wenn ich es überhaupt schaffe, ja, ist die andere Sache. Aber mit Partyscrolls wäre es auf jeden Fall richtig leicht möglich eigentlich. Also müsste es eigentlich sein. Da wäre es halt nur ein Aspekt der Zeit. Also wie viel man halt spielt. Also vom Schaden und von der Geschwindigkeit her soll es eigentlich schon machbar sein. Und ja, deswegen bin ich gerade sozusagen am Überlegen, ob ich nicht einfach nochmal einen 10er reincash. Beziehungsweise halt 12 Euro. Ihr kennt ja die Behindertenpreise. Und mir die Partyscrolls hole. Es wäre schon... Es wird sich schon lohnen, ne? Und die sind auch nicht so teuer. Ich meine, gut, würde ich 12 reincashen und zahlt dann 300 für die Partyscrolls. Ich habe ja hier sogar noch, ja, 7 Tage. Ne, 15 Tage ist es ja sogar. Hallo, ja. Also ich bräuchte eh nur Full Shout und Full Party Skill. Das sind nicht mal 300 V-Coin, glaube ich. Da hätte ich ja sogar noch welche übrig. Ich meine, gut, das ist von 700 V-Coins kannst du nicht wirklich was holen. Aber ja, trotzdem hat man dann mal wieder welche. Wenn man irgendwas braucht, kann man sich's holen. Und ja, das wäre eigentlich eine ganz nette Idee. Ups. Was steht da? Sag meiner Hikes im Bescheid dem Bob, dass der morgen leveln geht. Oh Mann, ey. Wenn der Hikes und wenn da nur Bob im Gegenchat steht, da schaut man schon sofort nach Hexon. Tja, ja, aber ich bezweifle mal, dass er leveln wird. Ach ja, es hat noch jemand geschrieben, Netto Fly war es, glaube ich. ja, ich finde den Namen irgendwie amüsant. Netto, wegen dem Supermarkt, wegen der Supermarktkette Netto. Dass ich mir doch mal so Just aus Langeweile einen neuen Char machen soll und mit dem leveln soll. Habe ich bereits getan. Mein Mage auf Devos, der existiert, der ist da. Der ist einfach nur inaktiv momentan. Ich habe ihn ja noch eine Weile lang parallel zu Clockworks ein bisschen weitergemacht. So einmal die Woche ungefähr. Ja, aber der... Momentan, bei dem sind die Reonan-Quests weg. Also alle erledigt auf dem Level aktuell. Und das ist halt einfach, ja, keine Ahnung. Es ist echt irgendwie ultra öde einfach, ja. Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also eine Ultra-Öl ist jetzt auch übertrieben, aber es ist halt, es ist auch nichts Neues und Weltbewegendes, ja, es ist im Endeffekt genau das gleiche, einfach nur, ja gut, ja, Klasse ist halt anders, okay, aber jetzt so an sich, ich meine, ich glaube da trotzdem Monster und das ist jetzt nicht wirklich ein Unterschied zu hier und ich meine, hier macht es momentan einfach mehr Bock und deswegen ist die Entscheidung nicht besonders schwierig, wo ich weiterhin mehr drauf spiele. Und ja. The Trails sind Devos-Sachen nicht eigentlich mehr. Ja, erstens, weil du dann nur verarscht wirst und zweitens, weil ich ja den Devos-Char nicht quitten will. Da habe ich so viel Kohle reingepumpt.
über die Jahre hinweg, weil der Char existiert ja nur, weil ich alle meine anderen Chars gequittet habe, die ich auf Devos hatte. Also der Char hätte auch so existiert, aber das equippt man nicht. Ja, und das habe ich natürlich nicht aus dem Hut gezaubert, sondern über die Jahre schon einiges reingecashed. Deswegen ist der Char schon einiges wert und wirst eh nur abgezogen bei so einer Scheiße, ja, weil einer muss first given und das bist immer du. Ja. Und wenn du nicht first gibst, dann findet der Trade halt einfach nicht statt. Und ja, so ist es halt. Aber muss man halt auch so verstehen, der andere ist in der gleichen Position. Der denkt sich auch, ja, wo, wenn ich jetzt first gibt, dann behält er die Scheiße einfach und macht's nochmal. Ja. Also, da gewinnst du einfach nicht, ja. Und ich meine, das kannst du höchstens machen, wenn du jemanden im Real Life kennst und den verdreschen kannst, wenn er dich verarscht. Aber wenn du ihn, ja, oder selbst wenn du ihn im Real Life kennst und einfach 800 Kilometer von dir weg wohnst, musst du erstmal hinfahren, ja. Also, nur so der Gedankengang, ja. Also ich würde jemanden verdreschen, der mich abziehen würde, wenn ich den im Real Life kenne. Weil hier geht es nicht so um 5 Euro oder so in einem Videospiel, sondern hier geht es um schon einiges im 100er Bereich und ja, macht man einfach nicht. Auch wenn man jemanden nicht kennt, macht man es nicht. Einfach nur asoziales Verhalten. Aber trotzdem bist du davon nicht geschützt und deswegen macht man das eigentlich. Genau. Ja gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende. War jetzt nicht mehr viel Leveln, nicht mehr viel Platz für Leveln. Wir haben ja ziemlich viel gemacht heute. Genau. Über die Fairies, Angels wisst ihr jetzt alle Bescheid. Einige wussten es wahrscheinlich eh schon, aber trotzdem jetzt nochmal genau ausgeklügelt, wie das ganze System funktioniert. Ja. Gibt's sonst noch was? Ja, morgen XP-Event natürlich, also levelt schön. Um 1 Uhr geht's los übrigens, 1 Uhr nachts, hat Amenophis im Forum geschrieben. Also er hat geschrieben, sollte, hat Booster zitiert. Das heißt, es kann auch trotzdem 2 Uhr sein. Also normalerweise haben die Events früher immer um 2 Uhr begonnen und 2 Uhr nachts aufgehört. Oder halt um 0.59 Uhr, je nachdem, was für ein Event es war. Aber meistens 2 Uhr. Und ja, da ja, schauen wir einfach mal. Aber um 1 Uhr nachts, freitags, ich meine, gut, das wird jetzt nicht so viele von euch interessieren, da zu leveln, weil die meisten da schlafen. Aber ja, nur so für die, die es halt interessiert. Genau, dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.